Moin zusammen, die Mätressenliste. Dritter Teil. Hast du den alten Soldaten vermisst, Käuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Sag mal, lecker, lecker. Krass, er hat da einen Piepmatz sitzen. Die Bar ist soweit auch wieder aufgeräumt, so wie es aussieht. Mach mich doch mal durch, der Junge. Was war das denn für ein Move gerade? Na komm, hoch. So, nochmal alles abgrasen hier, was so abzugrasen geht. Sieht alles wieder ein bisschen schicker aus. So, cool. Den quatschen wir mal an. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Eine Eule. Das ist eine Eule, kein Papagei. Sultan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Ich denke, ich hab was Besseres. Worauf wartest du noch? Leg schon los! Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Rittersporn verliebt? So richtig verliebt? Oh ja, der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Griff sollte nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Ja. Das ist wo? Okay, in der nächsten Kneipe da oben. Dann würde ich mal sagen, auf dem Weg dahin schaue ich hier noch mal kurz vorbei. Richtiger Weg, ja. Da hatten wir ja die... Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Okay. Au! Was ist denn hier los? Schwertwunde. Nicht tief, aber sie hat seine Arterie durchtrennt. Was hältst du da? Einen Schlüssel. Interessant. Feenfest. Wo habe ich die denn her? Level 20.
Die versuche ich einfach mal. Speichere ich mal vorher ab. Setz deine Hexesinne ein. Gut, dann schauen wir mal. Er ist gerannt, bis er verblutet ist. Klare Spur, schwere Blutung. Da. Das ist Pulas Wäscherei, ja, da waren wir ja schon. Monster vermehren sich im Festen, oder? Du hast deine Liebsten wenigstens begraben. Sind wir Wachen? Ich weiß nicht mal, wo meine Frau ist. Wir sind vor den Kämpfen geflohen. Hatten unser Lager im Wald. Ach komm, ich muss ich sogar rein. Hey, Kumpel, hat dich jemand eingeladen? Nein, ich bin einer Spur gefolgt, aus menschlichem Blut. Dann hast du unseren Freund Derek gefunden. Tja, du musst ein gutes Auge haben. Nach dem kleinen Zerwürfnis habe ich ihn den halben Tag gesucht. Aber es ist nur ein Spaziergang dabei rausgekommen. Und in Hundescheiße bin ich auch noch getreten. Mit meinen besten Schuhen. Schlangenleder. Sieh nur. Was quatschst du denn? Hacker war doch deutlich. Wenn jemand unseren Unterschlupf findet, Messer in die Rippen, ab in den Graben. Denk nach, Grun. Benutz ein einziges Mal deine verdammte Birne. Wenn der Hexer die Leiche gefunden hat, hat er auch den Schlüssel gefunden. Ohne Schlüssel kriegen wir den Kasten nicht auf. Dann kriegt Hacker nicht, was er bestellt hat. Dann wird Hacker wütend. Willst du das? Ich glaube kaum. Also, Ohren auf, Kollege. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du uns den Schlüssel, ich zahle für den Aufwand und alle sind glücklich. Oder du machst Ärger. Dann tun wir, was Grun will und stecken dir ein Messer zwischen die Rippen. Option 2, bitte. Zwei Dinge machen nur die größten Trottel. Steine auf Hornissennester werfen und Hexern drohen. Neugieriger Hurensohn! Auf ihn! Oh, shit. Oh, fuck. Gut, einen haben wir. Cool, die haben wir. Mahakama Stahlschwert, cool. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt so die cleverste Idee war, hier die Zwergen auszuschalten. So, ich werde mir da mal Öl draufsetzen. Nice. Main Quest abgeschlossen. Mal hier rausgucken. Hier auf der Rückseite. Ach, wer seid ihr denn? Alter. Boah, zerhackt. Shit. Was denn? Verlieren wir den ja. Verdammt. Blöder Pisser. So.
So. Ich dachte, hier stehen noch mehr Zwerge draußen. Aus welchem Dorf kommst du? So, schauen wir nochmal hier links um die Ecke. Hier war doch der Bankier. Ich sagte, ich soll nochmal vorbeischauen nach einer Zeit. Ups. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das. Ah, ich grüße meinen Retter. Grüße, De Jonker. Wie läuft das Geschäft? Das Haus steht zum Verkauf, aber es gibt noch keine Gebote. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass es da nicht ganz geheuer ist. Komm bald wieder. Verlass dich drauf. War er nicht noch drin? Entschuldigung. Oh Gott. Quests. Die Mätressenliste. Nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Gut, die Sonne geht gerade erst auf. Macht aber nichts. Ist halt irgendwie. Die Leute in der Stadt. Ja, 5-6 Stunden nach Sonnenuntergang. Von daher passt das dann schon wieder. Dass jemand hier jemand beschäftigt ist, hau ich sofort an. Was ist denn hier los? Laufen die alle schreiend weg. Komm näher! Nicht so zurückhalten! Hä? Wo soll ich denn jetzt hin, laut Quest? Führt mich der Weg hier lang. So, und hier war ich gerade. Oh! Dämon! Ich umbringe. Ach nein! Hallo! Ja. Du weißt schon, die Wackel. Und tschüss. Lass die Fetzen fliegen, Kollege. So, Mann von Hurensohn, Mann von Hacker, zwielichtige Gestalten, alles Mögliche. Egal, wo man langkommt, irgendwie trachtet einen jeder hier nach dem Leben. Und hier jetzt eigentlich rein? Ich glaube, ich habe was Schlechtes gegessen. Kandelaber. So, Oliver. Oder Olivier. Was kann ich für dich tun? Was gibt's denn heute? Ja, eine Runde gewinnt schon mal nicht. Schade eigentlich. Bisschen Futter verkaufen hier. So, den guten Wein, den verkaufe ich woanders. Ziegenmilch gibt's ja auch, okay. So, mal alles auf 5 runter hier. Ups. Bis auf das Wasser. So, was habe ich hier verkauft eben? Erdbeeren. Na, egal. Bis dann. So, zu wem soll ich? Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Pass bloß auf! Ach, siehst du. Triff ihn nach Sonnenuntergang. Hast du die Wäsche aufgehängt oder nicht, Herr? Wenn ich das wollte, werte Dame, würden wir nicht Conte Blessure bringen.
Priscilla de Calonetta ein. Der bleibt kein Auge trocken. So, dann warten wir mal bis Mitternacht. Kann ich nicht tun. Okay. Ich muss kotzen. Im Laden möchte ich aber auch nicht warten so lange. Oder kann ich hier oben irgendwie pennen? So, hier sieht's doch gut aus. Kannst du jetzt nicht tun. Jetzt aber. Oh. Warte mal, kann ich hier runter oder. Nee, breche ich mir nur alles. Oh. Ja, ab nach draußen. Draußen meditieren. Und dann schauen wir mal. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Das ist sie wahrscheinlich. Den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du
gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen. Bittere Stachelbeere, süße Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken. Deine Veilchen Augen von Tränen nass. Den Applaus hat sie sich verdient. Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay, ja, kurzes Break. Und zwar... Dieses Lied, das fand ich echt schön und das unterstreicht eigentlich nur wieder, wie klasse dieses Spiel ist. Also die haben sich da riesen Mühe mitgegeben. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Reuven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle teuflisch schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior.
Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Okay. Tja, geh zum Badehaus und sprich mit Sigi. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ich muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Gut, das war die Quest. Und wir sind ein Level aufgestiegen. So, und Kurt Dysart, das ist auch ein Hexerauftrag. Den quatsche ich jetzt aber mal noch nicht an. Na gut. Finde Junior. Ah, willst du mich Vorsicht! Sollte Geralt? Spielen wir Gwind? Okay, das machen wir natürlich gleich auch noch. Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichen Verrat die Schuld geben, aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn's dir recht ist. Was kannst du mir über Novigrads Unterwelt erzählen? Es gibt nur ein Konzept, die großen vier. Sigi Räufen, der Bettlerkönig, Hacker und Hurensohn Junior. Wie heißt eigentlich ein Triumvirat aus vier Personen? Keine Ahnung. Jedenfalls sind es vier und sie haben die Stadt in Einflussgebiete aufgeteilt. Hier passiert nichts, was sie nicht genehmigt haben. Es heißt, Hurensohn hätte sich jüngst mit den anderen zerstritten, aber darüber weiß ich nichts Genaues. Du bist schon eine Weile in der Stadt. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum haben weder Radovid noch M hier die Stadt eingenommen? Sehr gute Frage. Vermutlich kann ich das Geheimnis für dich lüften. Der Krieg verschlingt jede Menge Ressourcen. Novigrad hat einen großen Hafen, eine mächtige Flotte und eine Schatzkammer, die vor Gold überquillt. Das macht es sowohl für Redanien als auch für Nilfgaard zum Leckerbissen. Die Stadtmauern sind hoch und die Waffenkammern voll, wie ich verstehe. Dann verstehst du nicht viel. Eine Belagerung wäre lang und grausam, stimmt. Aber vor allem könnte alles Wertvolle im Handumdrehen aus der Stadt verschwinden. Die großen vier haben darauf hingewiesen, dass die Flotte im Zweifelsfall brennbar ist. Und ein Überfall auf die Stadt würde zu Aufständen führen, bei denen die Truhen der Kirche durchaus geplündert werden könnten. Wer es also auf Novigrads Reichtümer und Schiffe abgesehen hat, dem bleibt keine Wahl, als es über die kriminelle Unterwelt zu versuchen. Okay, schon mal interessant zu wissen. Eine Partie Gwind. Da sage ich nicht nein. Okay. Spielen wir. Ich glaube, die Runde verliere ich. Der ist bestimmt gut. Oh, ich habe aber kein schlechtes Blatt erwischt.
Dein Gegner passt. Klasse. So, mit dem Katapult komme ich auf 24 und die erste Runde geht an mich. Sehr schön, darauf habe ich gehofft. Ich habe nämlich noch eine schöne Verbrennenkarte, von der ich nicht möchte, dass meine eigenen Einheiten verbrannt werden. So, und ihn habe ich natürlich auch noch für den Nahkampf zum Verbrennen. Ja, komm. Hau raus. Stärke von 12 hat er jetzt. In der Kälte. Also wenn er eine Verbrennkarte hat, hätte er mir richtig viel Schaden zufügen können. Mit 8 sind meine Einheiten am stärksten. Das gewinne ich. Ich glaube nicht, dass er da noch großartig Trümpfe im Ärmel hat. So. Selbst mit einer Verbrennkarte würde ich noch gewinnen. Klasse. Mal gespannt, was es für eine Karte gibt. Ich hab wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. Okay, cool. Alte Freunde. Der hockt hier hinten ganz in den Wäldern. Ja, ich mache hier an der Stelle erstmal Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich überlege mir, was ich in der Zwischenzeit mache. Wahrscheinlich irgendeine Nebenquest hier, einen Hexerauftrag wollte ich ja, ein flüchtiger Dieb. Und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Bis zum nächsten Mal und ciao.